hier Pause machen kann. So, okay, also wir gehen, wie eben auch, erstmal gucken, was wir in der Kiste finden. Und schalten erstmal die Klingen hier aus. Jetzt muss ich kämpfen. Wow. Wow. Verkacken wir halt direkt am Anfang. So. Wenn du den Ring unten rechts siehst, wird gespeichert. Ich weiß nicht, ob da ein Ring war. Hab ich nicht. Oh, lass mich doch plündern. Hab ich nicht drauf geachtet. Ich möchte doch nur plündern. Ach, dann bleib halt da liegen. Okay, wir haben wieder 39 Abriss bekommen. Ah, warte mal. Haben wir... Mann, falsches Menü. Hat er das eigentlich gespeichert? Hat er nicht gespeichert. Okay. Haben wir hier noch eine Kiste übersehen? Ich glaube nicht. Doch. Okay, so, das heißt, wir bereiten uns jetzt einmal vor, indem wir... Ah, stellen wir mehrere kleine her, oder... Warte mal, wie viel Gesundheitspunkte haben wir aktuell? 320, 150 stellen die Kleinen wieder her. Na, nee, ich glaube, wir bleiben bei dem Schema von eben. Dann stellen wir Feuertränke her. So. Ah nein, jetzt habe ich Schockfallen hergestellt und nicht die Munition für das Ding, ne? Ja, das kann ich gut gebrauchen. Ach, guck mal, jetzt haben wir... Doch, jetzt haben wir doppelte Munition. Ich habe nur leider Gottes das Falsche gerade hergestellt. Ich wollte eigentlich Schockdrähte herstellen. Und Fallen auslegen. Ja, versaut. Gut, müssen wir es nochmal wie eben versuchen. So zwei Stündchen oder so. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ich will dieses Vieh halt irgendwie packen. Das muss doch zu machen sein, auch wenn man keine Eispfeiler hat. Es muss doch da eine Möglichkeit geben. Irgendwas anfassen. Oh nein.
Ach, Kacke. Direkt mal schlecht gestartet. Der uns halt trotzdem erwischt, obwohl wir ausweichen eigentlich. Die gleiche Munition zurück. Egal, ob wir doppelt ausgerüstet haben oder nicht. Nein, oh Gott, fast reingesprungen. Wenn wir ihn irgendwie, während er losrennen will, an den Rüstungsteilen treffen, glaube ich. Aber wir kriegen halt trotzdem voll auf den Sack. Oh nein. Gerade, glaube ich, ein bisschen, weil ich parallel versuche, hier durch die Tränke zu scrollen. Okay.
Nein, 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 nein. Nimm den Trank, nimm den Trank. Ach, komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh wow. Nein. Los jetzt, geh drauf. Geh drauf, geh endlich drauf. Meine Herren, meine Herren, der war echt nicht ohne. ...36% Schaden dafür bekommen. Was lernen wir daraus? Wir gehen künftig in die Brutstätten nur mit vollem Heiltrank. Gedöns. Dankeschön. Was ein Kampf, ja, aber hallo. Aber hallo. So, was ist das jetzt hier? Überbrücken. Ah, das Ding können wir auch überbrücken. Okay, Moment, ich will aber erstmal... Wir hatten hier doch noch Kleinvieh zum Plündern, genau. Nochmal. Nein. Und hi, Raska. Es tut mir leid, wenn ich irgendwie zwischendurch jetzt die eine oder andere Sache übersehen habe, aber dieser Kampf hat mich fertig gemacht. Wir brauchen unbedingt Eispfeile. Wir brauchen halt eigentlich unbedingt alle Elementarpfeile. Habe ich gar kein Heilzeug? Okay, jetzt habe ich gar kein Heilzeug mehr. Haben wir noch... Können wir noch irgendwie jetzt was zum Heilen herstellen? Nein, können wir nicht. Wir dürfen nicht sterben beim Rückweg. Ich hoffe, das war der letzte Gegner. Rotstätte Sigma ist grafisch schon recht gut gemacht. Ich finde es sehr... Sehr cool. Und halt Zombie an Bord. Jetzt schmiert die PS4 ab. Dann schmeiße ich sie aus dem Fenster. Oh, das dauert. Informationen über Maschinen. Das hilft mir, sie zu überbrücken. Wir haben es fertig. Boah, 4000 Erfahrungspunkte. Erster Kern überbrückt. Überbrückung freigeschaltet für Graser, Plünderer, Lanzenhorn und Sägezahn. Da kriegt man das her. Und Stufe 13 erreicht. Okay, ja. Der Kampf hat sich zumindest gelohnt. Maximale Gesundheit plus 10, Fertigkeitspunkt plus 1. M-Sigma-Kontrollpunkt. Textdatenpunkt Maschine, Übersicht, aktiv, Produktion, Aufsicht, Analyse, aktiv, Zusatzproduktion, Typ, Warnung, Eindringen, Quelle, extern, aktiv, Gegenmaßnahme, Phasenverschiebung, Warnung, Eindringen, verweigert. Okay, was haben wir hier noch? Beobachterereignisprotokoll, USW-17, Langhals-Transmitterprotokoll. 14.23.01, Orbit 4F8 eingeleitet, Zyklus 80.82.31. Routing-Anfrage gesendet, keine Antwort. Inaktive Agenten pingen. Was ist das? Was sind das für Aufzeichnungen? Die ist nicht neu, die hatten wir schon. Und wir haben was noch freigeschaltet? Überbrückung haben wir weil wir die Überbrückung entsperrt haben, ist das als neu gekennzeichnet.
Was? Oh, wir können den Langhals überbrücken jetzt? Zum Reiten oder ist das immer noch nur dieses Infosammeln? Verdorbene Maschine. Das wird bestimmt immer noch nur dieses Infosammeln. Das finde ich ja ganz großes Kino. Überbrücken unmöglich. Verderber. Unmöglich oder noch nicht möglich? Wahrscheinlich noch nicht möglich. Ui, jetzt kannst du wieder skillen. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, weil 3 Punkte haben wir jetzt. Ich würde gerne als nächstes eigentlich zum Bastler, aber da brauchen wir 3, 6, 9 Punkte für. Oder wir gehen erstmal hier rüber. Schlag von unten. Oh, nice. Assassin's Creed lässt grüßen. Das ist natürlich auch sehr nice. Oder wir machen erstmal 15% mehr Schaden, wobei ich halt, wie man sieht, mehr mit Bogen als mit den Nahkampfsachen arbeite eigentlich. Anführerschlag. Drücke R1, um menschliche Mächtige und Elite-Gegner lautlos zu erledigen. Okay. Stiller Sprint ist natürlich auch nicht schlecht. Schwierig. Ich weiß, ich glaube, ich heb mir die auf. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich gehe. Sägezahn überbrücken. Ja, ich bin sehr gespannt. Würde ich halt echt gerne ausprobieren. Ach, der hat uns aufzugmäßig hochgefahren. Ich wollte gerade sagen, der Raum ist aber plötzlich geschrumpft. Nicht aufgepasst. Okay. So, wichtigstes zuerst. Ich würde gerne speichern. Und Heilsachen auffüllen, auch sehr wichtig. Das nehme ich für unterwegs mit. Wer latscht hier rum? Ich höre doch jemanden. Aber ich... Ah, das ist der Langhals, den man bis hierhin hört, oder was? Kann das sein? Nee, das ist kein Langhals. Wildschwein. Wer stampft denn hier so? Naja. Beim Speichern geht ja die ganze Spannung verloren. Ich weiß, aber ich hätte das jetzt gern eingetütet. Sowohl als auch. Ja. Okay. Safe. So, und jetzt würde ich mir gerne zum Abschluss noch einen Sägezahn suchen und die Überbrückung testen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Neue Nebenquest. Du da! Was? Ich hoffe, du hilfst uns. Was? Wir werden nämlich abgeschlachtet. Na, wenn du mich ein bisschen netter fragst, helfe ich vielleicht auch. Der Sonne sei Dank, du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbein gesichtet! Der ist neu. An die Waffen! An die Waffen! Der ist neu. Schwäche, Schock und Schilddurchbrechung. Da! Dann haben wir den passenden Bogen. Gut, dass wir gespeichert haben. Oh, man sollte auch treffen. Ja, komm. Nein. Oh Gott, wir haben keine Heiltränke mehr. Und keine Heilsachen mehr.
Und wahrscheinlich reißt uns jetzt so ein pimpfiger kleiner Wächter den Arsch auf. Oh, da ist noch einer. Mehr Maschinen! Plünderer! Noch mehr? Ja, lol. Ich habe keine Heilung mehr. Ja, genau das. Mitten im Kampf, Isa sammelt erstmal Reinhardt. Ich habe nicht drauf geachtet, ich hatte gehofft, es ist Heilung, aber wir haben halt keine Heilung. Also, bevor wir die Quest bei dem Wagen da gleich annehmen, Heilung sammeln. Oder auch nicht. Da, Wächter. Uns halt nicht treffen lassen. Gut funktioniert. Nein, falsche Taste. Okay, einmal heilen geht. Bei der Sonne. Wow. Mehr Maschinen! Mhm. Plünderer! Plünderer! Plünderer konnten wir nicht überbrücken. Konnten wir Plünderer überbrücken? Ich weiß es nicht mehr. Notizbuch. Waren das die... Wächterläufer, Graser, Plünderer, entsperrt. Ja, komm her, komm her. Dann räum mal für mich auf. Wow. Na, du räumst ja auf. Der räumt überhaupt nicht auf. Der liegt die ganze Zeit am Boden. So, er hat es gesehen. Oh, ich habe auf unseren eigenen geschossen. Das war dumm. Keine Ahnung, wen ich hier erwischt habe. So, da ist noch einer. Knappe Kiste. Ohne Heilung. Friendly Fire. Gibt es auch versteckte Waffenrüstung und so weiter, wo man finden kann in der Story? Sorry, totaler Noob, muss noch 2 Stunden downloaden. Ich weiß es auch noch nicht. Ich kenne mich da auch noch nicht so aus. Ich glaube, bisher haben wir alles gekauft. Ne? Also ich hatte ein paar Sachen, also den Bogen zum Beispiel, den ich trage, hatte ich durch die Collector's Edition dabei. Und da waren ja ein paar Items dabei, ein paar Outfits und so weiter. Aber ich glaube, den Rest haben wir tatsächlich alles gekauft bisher. Lustigerweise hatte ich damit mehr Probleme als bei dem Feuerbrüllrück. Echt? Wie viele Versuche hast du da gebraucht? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Mhm. Jetzt haben wir wenigstens überhaupt mal Heilung. Das ist alles Holz. Ich hätte gerne Heilung. Ah.
Was nur von einem versteckten Ausrüstungsgegenstand, okay. Also gibt es das anscheinend schon. Irgendwie. Oh, ein Zünder. Noch einer. Und Heilung. Oh, ich muss ja sagen, ich liebe die Wettereffekte in dem Spiel. Ich finde es so gut gemacht. Hier brauchte ich 3, weil ich absolut keine Heilung hatte und nur halb voll. Bin genauso reingerannt wie du. Den Feuerbrücken habe ich im First Try geschafft, echt? Krass. Hast du auch auf normal gespielt oder hast du auf schwieriger gespielt? So. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Boss, die Leadkerne sind weg. Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Leadkerne zurück und ich zahle. Die Reed, der Dieb. Waren die nicht eben auch zu zweit? Ich habe irgendwie keinen dritten gesehen, aber okay. Finde die Reed. Okay, ich speichere nochmal fix und dann würde ich sagen, das machen wir noch. In der Hoffnung, dass wir da auf dem Weg vielleicht einen Säbelzahn zum Überbrücken finden. Das wäre halt der Hammer. Tovelli Kai, guten Abend. Muss ich mir für das Game wieder eine PS4 holen? Es ist bisher schon sehr, sehr großartig, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe immer noch bisher nur an der Oberfläche gekratzt, aber... Oh, Moment, ist das die falsche Quest angewählt? Nebenunterversorgt. Ach, der ist ja direkt hier um die Ecke. Ah ne, die Spur ist hier. Die Spur ist hier.